Zurück im Menü würde uns der Modi nach London führen. Checken wir aber zuerst noch die Erwähnungen. Verletzungsnews. Nach Verletzung von Daniel Sturridge mit großen Sorgen, Ersatz muss rasch her, sonst wird das eine knifflige Saison. Daniel Sturridge bereitet dem Trainer von Liverpool jede Menge Kopfschmerzen kurz vor Beginn der neuen Premier League Saison. Wir wünschen Daniel Sturridge eine baldige Genesung und werden alles tun, um ihn in diesen schwierigen Zeiten zu unterstützen. Aber wie episch die Melodie einfach ist, das ist sowas von gut gewählt. Fliegen wir nach London. Heftiger Schwerpunkt. Heutiger Schwerpunkt Schießen. Aber ich will da jetzt gar nicht draufklicken, weil die Musik so geil ist. Wo stehen wir denn? Ah, da ganz links. Bei den Auswechselspielern, da wo der Balotelli natürlich auch steht. Ich spiele ja mittlerweile in Nizza. Macht dort eigentlich echt eine gute Saison für seine Verhältnisse. Gentlemen, wie wär's heute mit einer Runde Intensivtraining? Schön, dann legen wir los. Los geht's. Heute stehen Weitschüsse auf dem Programm. Zeigt mir Power. Dinger. Zeigt mir Power. Abschluss Kurzdistanz. Schieße auf die offenen Torbereiche. Je länger du die Taste gedrückt hältst, desto höher fliegt der Ball. Mehr Punkte gibt es, wenn du den Ball knapp neben dem Pfosten platzierst oder Ziele triffst. Zack. Ich schaffe es gleich auf den ersten Versuch. Gemacht. Das dürfte für ein Exzellent reichen. Jawohl. Abschluss aus Kurzdistanz. Fortsetzen. Lupfer. Überwinde den Torwart per Lupfer und erziele Tore. Je länger du die Taste gedrückt hältst, desto höher fliegt der Ball. Und der Erste. Der dürfte auch sitzen. Was? Aber der wieder. Jawohl. So, jetzt kein Fehler mehr. Jawohl. Drüber und drüber. Mein Gott, wo geht denn der Ball hin? Eieieiei. Komm, hoch. Jawohl. Jetzt komm. Der ist auch drin. Aber das reicht nicht für einen Exzellenten. Einen haben wir noch. Nein! Versagt. Na doch, exzellent. Jawohl. Jawohl. Dann passt es eh. Ja, weiter. Weiter. Und weiter. Das täglich grüßende Murmeltier, der Puma-Kobold. Hey, hat jemand meinen Ball gesehen? Was willst du mit dem Opa-Ball beim Training? Glücksbringer, wo ist der? Er war in meiner Tasche. Oh, das sieht aus, als hätte ihn der Bernard. Ja, der Bernard, der Gute. Ja, ja, wirklich lustig. Gib ihn wieder zurück. Den? Oder Lilin, hä? Willkommen im Team, Alex. What? Timothy, what? Wir sind im Team, Mann. Meinen Glückwunsch. Habt ihr verdient. Ach, danke. Gracias. Gracias. Oh, oh mein Gott. Wir stehen im Team, Mann. Ja. Los. Ja. Lauf. Kommt schon, Leute. Ja, du musst immer aufpassen, ja. Weißt du? Oh, ich flippe total aus. Ich glaub's einfach Wahnsinn. Nicht. Das ist unfassbar. Ich weiß es nicht. Spielen wir jetzt beide von Anfang an oder sind wir beide nur auf der Auswechselbank? Oder? Auf jeden Fall sind wir jetzt wieder im Zimmer. Jetzt sind auch unsere Einnahmen nach oben gegangen. 48.800 Pfund.
Das ist mehr als ich verdiene. Attribute. Ja, gehen wir gleich weiter. Chelsea gegen Liverpool. Oh, wir sind so kurz vor der Startelf. So kurz. Stimmt dein Name, mon petit? Okay, Leute. Ihr wisst sicher, wie wichtig ein erfolgreicher Start ist. Gebt alles, was ihr könnt. Arbeitet miteinander und die Torchancen kommen. Die Aufstellung des Teams kennt ihr. Walker, du gehst voran. Hunter und die anderen Ersatzspieler halten sich bereit. Ihr seid hier nicht in den Ferien. Legt los und zeigt den Fans, was wir können, okay? Ballern! Holen wir uns den Sieg. Mach ein Tor für mich. Locker bleiben. Schön locker bleiben, Mann. Dann wollen wir mal. Und wie er den Check einfach verweigert. Los jetzt! Los jetzt! Wir sind dran, Jungs! Die Startelf in den Tunnel! Ersatzspieler auf die Bank! Ich will Entschlossenheit sehen! Stamford Bridge. Und warum steht jetzt der Sturridge in der Startelf? Kann mir das einer sagen? Der ist doch verletzt, dachte ich. Naja. Ich würde da sagen, mach mal einfach diese Episode ein bisschen länger als die letzten. Beziehungsweise die waren eh alle schon relativ lang. Aber nachdem jetzt, glaube ich, letzte Woche keine Folge gekommen ist, weil ich nämlich Präsenzphase hatte vom Studium her, würde ich jetzt einfach sagen, mach mal die Folge einfach ein bisschen länger, ne? Schwimmen mit dem Team. Jetzt habe ich ja dazugelernt, nämlich dass wir diesen Bildschirm mit den Social Network Aktivitäten, dass wir uns den erst ansehen, wenn jetzt hier die Ladezeit ist. Dann können wir so gesehen die Ladezeit da überbrücken. Schauen wir einfach nochmal kurz die letzten Sachen an. Der Manish Machine. Wer soll nach dem Ausfall von Daniel Sturridge die Tore machen? Die Nachwuchsleute Mr. Alexander und Regas Walker. Future is now. Joaquin. Gallo. Ich wünsche den jungen Talenten Mr. Alexander und Real Gus Walker viel Erfolg. Sie werden heute ihre Chance bekommen. Die Youngster Mr. Alexander Gus Walker bekommen nach der Verletzung von Daniel Sturridge ihre Chance. Lasst sie uns unterstützen. Der Ausfall von Daniel Sturridge ist bitter für Liverpool, aber für Talente wie Mr. Alexander und Gus Walker kann das eine Chance sein. Finden wir es heraus. Herzlich willkommen an der Stamford Bridge, liebe Zuschauer. Heute der Auftakt in die neue Saison. Mit einem absoluten Topspiel. Blues gegen Reds, Chelsea gegen Liverpool. Die Meldung des Tages bisher ist natürlich das Startelfdebüt von Gareth Walker. Er profitiert natürlich wohl von den Verletzungsproblemen und ich bin sehr gespannt, was er zeigen kann. Mit Alex Hunter haben sie ja noch einen weiteren Youngster auf der Bank. Da wird er zum ersten Mal ein bisschen nachdenklich, liebe Alex. Und nun Liverpool. Oh, der ist drin.
So kann man das machen. Walker trifft beim Premier League-Debüt. Und das hat er richtig gut gemacht. Zur Pause also 0-1 gegen Chelsea. Könnte gefährlich werden. Ausgleich, Chelsea. Ein klasse Tor. Komm, Kloppo, wechsel uns ein. Wir können es. Den Wechsel geben bei Liverpool. Noch ist Zeit, den Sieg zu holen. Sie werden sicher offensiv wechseln. Wie der Butler einfach so ein 2 Meter Riese ist. Ich meine, der Klopp ist schon 1,93, aber dieser Butler ist einfach 5 Meter größer. Mindestens. Alexander macht sich hier warm. Sieht so aus, als käme er gleich rein. Wohl wäre aber so geil, wenn er sich jetzt beim Aufwärmen verletzt, jawohl, und der ganze Journey-Modus ist einfach zu Ende. Die Fans begrüßen ihn schon mal auf ihre ganz eigene Art. Naja, wenn er einen ähnlichen Auftritt wie Walker hinlegt, dürfen die Fans ganz schnell ruhig sein. Wer bist du? Wer bist du? Who are you? Ich will jetzt loslegen. Der Trainer will dich hinter der Viererkette. Die Innenverteidiger schwächeln. Komm übers Tempo. Was für ein Tempo, okay? Bitte. Hier mit unserer 73er Pace oder so. Ist ein Spiel wie jedes andere. Ist ziemlich irre. Ich will rein. Ich will rein. Ich will einfach nur spielen. Dein Mut gefällt mir. Denk an unsere Worte. Disziplin, okay? Gib den Wechsel. Hunter kommt. 15 Minuten haben wir noch. Liverpool will mehr. Der Sieg wir soll her. Wir den Boss. Passt. Und ich spiele mindestens 10 Erfolgsfeste, wenn ich den Ball gewinne, das Spiel. Okay, dann schauen wir erstmal, dass wir 10 Sicherheitsfeste einfach machen und irgendwie vielleicht ein Tor vorbereiten oder vielleicht ein Tor selber schießen. Bin mal gespannt, wie viel die Minute. Ich zeig's mir noch nicht an. In der Grafik sehen wir jetzt, wie die Ballbesitzwerte verteilt sind. Viel nehmen sie sich da nicht. Das komm. War auch mal. Ach, fast. Abgewehrt vom Torwart. Sie müssen schneller spielen. Dann könnten sie die Defensive überraschen. Bernard. Sie spielen die einfachen Bälle, holen sich so Sicherheit und legen sich den Gegner langsam zurecht. Komm, Alex! Alexander! Guter Versuch. Die Baut, Courtois. Können wir die Ecke schlagen? Jetzt, Bernard! Oh, komm, nachsetzen, nachsetzen, nachsetzen. Powerplay, die letzten 10 Minuten. Da muss jetzt was gehen. Oh, lass doch den Ball laufen. Da tritt er ihn fair vom Ball. Das Spiel geht in die letzten Minuten und beide Teams haben noch Chancen. Nachher mit dem Ball. Jawohl. Alex Hunter. Mané. Mané. Das könnte die Chance lauf, werden. Lauf, 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 lauf. Sie warten ganz geduldig auf ihre Chance. Vielleicht müssen sie das Tempo aber auch nochmal anziehen, um hier zu einer Torchance zu kommen. Den Ball holt er sich. Den klärt er. Mané. Schöne Flanke. Oh, der Trackback hat nicht funktioniert. 9 Minuten sind hier noch zu spielen. Defensive ist gut organisiert, da kommen sie nur schwer durch. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Das wird schwierig, das wird richtig schwierig. Schießt er ihn rein. Matic. Sie machen das Tor. Und damit die späte Führung. Jetzt läuft die Zeit für sie. Wer weiß es denn? Jetzt noch 2 Tore schießen, bezweifle ich. Entscheidendes Tor gesehen. Aber mal schauen. Jetzt steht es hier 2-1. Eine enge Kiste. Alex Hunter. Jetzt wird's gefährlich. Komm, Alex. Penalty. Ref, Penalty. Jawohl. Elfmeter. Jawohl, hoffentlich dürfen wir schießen. Und jetzt könnten hier geht's Schlag auf Schlag. Es gibt den Elfer. Völlig zurecht. Das muss eigentlich rot geben, oder? Oh, ich kann den Spieler wechseln. Yes, ich kann den Spieler wechseln. Yes, da ist er drin! Jawohl, Alex! Yes! So wollen wir das. Diese Chance lässt er sich nicht entgehen, überzeugend verwandelt. Und da hat er seine Nerven. War so halb hoch, aber dieser Hühne von Courtois ist da trotzdem mit den Füßen noch hingekommen.
Ja, jetzt bin ich gespannt, was hier vielleicht nach dem 2:2 passiert. Wenn wir das spielen, das wäre ja Wahnsinn. Aber jetzt nochmal Vorstoß. So hält man den Ball in den eigenen Reihen. Schön verteidigt. Gut. Und der kommt jetzt nicht an. Der Ball ist weg. Nun Sturridge. Mann, Sturridge, was machst du denn? Ein guter Doppelpass. Lallana. Das könnte gefährlich schön werden. Komm, Alex. Da schickt er den Mitspieler. Verdammt. Gute Aktion. Jetzt gibt's Einwurf. Jetzt Lallana. Nun Alberto Moreno. Lallana. Guter Ball. Wird das eine Torchance? Chance. Oh! Da war sie. Die Chance. Der ist nicht drin. Aber vergeben. Verdammt. Aber wir haben nicht mehr lange Zeit. Jetzt muss ich schaue nur kurz, ob mir das Trainerzimmer mit den 10 Pässen. Ja, haben wir erreicht. Versuche Pässe zu dem. Das ist so ein Witzbold. Komm, das müssen wir noch irgendwie drehen. Irgendwie! Cherzi geht hier nach vorne. Da gewinnt er den Zweikampf. Lukas. Also das könnte jetzt nochmal was werden. Hier könnte es jetzt nochmal gefährlich werden. Die Defensive steht. Der ist weg. Komm, einen Angriff schaffen wir noch. Lukas Leiva jetzt. Gibt's jetzt die Torchance? Komm, Sturridge! Oh, wo geht denn der Ball hin? Wo? Wohin denn? Ist ihnen nicht genug. Sie wollen das Ding gewinnen. Oh, das wird es jetzt wahrscheinlich gewesen sein, oder? Wie viel Nachspielzeit? 6 Minuten. Geht hier noch was? Komm, eine Chance brauchen wir noch. Eine Chance. Adam Lallana. Jawohl, schön jetzt hat. Mané, komm über deine Pace. Ob sie hier noch auf den letzten Drücker den Siegtreffer erzielen. Oh, wieso geht denn der nicht hin? Oh, das wird jetzt gewesen sein. Oder Alex? Ich komm nicht mehr zum Ball. Komm, ein Angriff noch. Jetzt Sturridge. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Yes! Der Ball ist drin! Der Ball ist drin! Jawohl! Yes! Vamos! Und hier sehen wir nochmal diesen Führungstreffer in der Nachspielzeit. Und nach menschlichem Ermessen wird das wohl auch der Siegtreffer ganz wichtig sein. Ich glaube, jetzt haben wir alle nicht, drei Ziele erfüllt. Hier nochmal ausgleichen. Boah, erstmal durchatmen. Und das war 2-1 noch gedreht. Ich glaube, ich bin. Wahnsinn. Wahnsinn. Vielleicht Führungstreffer kurz so, jetzt vor Schluss. Ob Sie das halten können? Hazard. Oh, wahrscheinlich fange ich mir jetzt noch eins. Nee. Komm, Karius, deiner. Hauen weg, Karius. Sie wollen es mit langen Bällen versuchen. Wie es aussieht, haben sie ihre bisherige Taktik komplett über Bord geworfen und stürmen jetzt mit offenem Visier nach vorne. Lange Bälle sind das Mittel. Oh, vielleicht kriegen wir sogar noch eine Chance. Komm, schön, Alex. Jetzt vielleicht. Klasse aufgebaut vom Torwart. Das wäre fast noch ein 4-2 gewesen. Aber trotzdem, Sieg ist Sieg, Wahnsinn. Das hätte ich jetzt nicht mehr für möglich gehalten. Ne? Was sagst du zum Pflichtspieldebüt von Walker und Hunter? Bin ich gespannt. Also beide hatten mit ihren Toren natürlich großen Anteil an den 3 Punkten. Ich würde sagen, das ist ein Ausrufezeichen. Auf jeden Fall. Hier die Leistungen, 8,3. 16 Pässe. Bricht den Bann, gewinne das Spiel. Unglaublich. Das Trainerfeedback ist auch durchweg positiv. Richtig geil. Bournemouth 0-2 gegen ManU. Sunderland verliert 3-2 gegen City. Ja. Eigentlich alles wie erwartet. Middlesbrough 2-1, okay. Ja gut, schauen wir uns gleich mal die Tabelle noch an. Jetzt kommt erstmal nochmal eine Cutscene, oder? Ja. Alex, ein echtes Traumdebüt für Sie. Ich wette, Sie hätten es sich nicht träumen lassen, dass Sie heute hier stehen und mit uns reden. Das ist in der Tat so. Vor ein paar Monaten waren Sie noch ein Hinterbänkler. Und jetzt verletzungsbedingt in der ersten Mannschaft. Wie genau fühlt sich so ein Tor im Debüt an? Ja, das ist eine gute Frage. Alex, Persönlichkeit, das wissen wir doch alles schon. Ich bin für die Chance dankbar. Ich hätte nicht damit gerechnet zu spielen. Man trainiert, um im richtigen Moment bereit zu sein.
Ja, ich bin für die Chance dankbar. Ja, klasse. Ich bin sehr glücklich darüber. Ah, das Team hat ein paar Top-Leute verloren. Das war Pech. Aber unser Kader ist dennoch enorm gut besetzt. Ich habe wirklich gute Vorlagen bekommen und der Dank dafür gilt meinen Kollegen. Ah, ja, ich bin einfach nur dankbar. Ein sehr emotionsgeladener Tag für Sie, Alex. Haben Sie einen Kommentar zum heutigen Debüt mit Ihrem Kindheitsfreund Gareth Walker? Das war ein besonderer Moment. Darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Das hatten wir uns anders vorgestellt. Das war ein besonderer Moment. Eigentlich würde ich das war ein besonderer Moment machen, aber für die Fans. Daran habe ich wirklich gar nicht gedacht, aber die Emotionen dürfen den Blick auf solche Chancen nicht verstellen. Wenn man sich zu sehr auf Gedanken oder Erinnerung fokussiert, verpasst man am Ende einfach seine Chance. Als Topspieler muss man sowas einfach aus dem Kopf verbannen. Richtig verbannen? Alex, Sie haben sich den Sieg geholt. Ihre Meinung zu diesem Dreier? Das Team hat gut harmoniert. Jedes Team kann jedes Spiel gewinnen. Ich will meinem Team immer zum Sieg verhelfen. Ja, meine Spielweise ist es immer, den Sieg für die Mannschaft zu holen. So habe ich schon in der Jugend und in der Akademie gespielt. Heute auch wieder. Ja, und dabei ist ja der Sieg rausgesprungen. Freut mich, dass der Boss mein Potenzial erkannt hat. Danke, Alex. Danke. Spielbelohnungen. 49.200 Pfund. Unser Marktwert ist gestiegen. Wir haben jetzt eine 63er Gesamtwertung. Erhaltene Skillpunkte. Aha. Ich wollte jetzt eigentlich schauen, was ich da jetzt noch ändern kann. Aber machen wir dann im Menü. Ja, sind wir eh schon hier. Hier haben wir jetzt noch 3 Skillpunkte, die können wir eigentlich noch schnell ausgeben. Zweite Luft, Sprinttempo. Jetzt ist halt die Frage, Antritt oder Sprinttempo. Also ich finde, das ist eher kupfig gesprungen. Aber wenn wir jetzt sehen, dass unser Antritt eh schon relativ gut ist, dann würde ich eher sagen, machen wir unsere Sprintgeschwindigkeit noch einen Ticken besser. Bin mal gespannt, wie hoch das geht. Ich dürfte irgendwie so 78 oder sowas sein. Nicht mal, okay. Aber dann nehmen wir trotzdem das Sprinttempo. Pace ist immer gut. Dann hätten wir das auch erledigt. Dann beenden wir den Part an dieser Stelle. In dem Zug möchte ich nämlich nochmal die liebe Hüsner grüßen. Hoffentlich habe ich den Namen richtig ausgesprochen. Falls nicht, schon mal sorry. Denn in der nächsten Folge komme ich dann deinem Wunsch nach, den Alex endlich mal alleine zu spielen. Haltet also die Ohren steif. Es würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Haut's rein. Servus.